Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Diesmal ist es ein Bier aus dem Waldviertel und es ist ein ganz besonderes Bier. Ein Bier, das eigentlich über viele Jahrhunderte als mehr oder weniger ausgestorben gegolten hat. Roggenbier. Man hat nämlich mit der Einführung des Bayerischen Reinheitsgebots in Bayern sowieso, aber nach und nach auch in anderen Ländern darauf zu vergessen begonnen, dass man außer Gerste auch andere Getreide zum Bierbrauen verwenden darf, kann und sogar, muss man sagen, soll. Denn sie geben doch den Bieren ein bisschen einen anderen Charakter. Der Trojan, der Chef der Schremser Brauerei, hat vor einigen Jahren Roggen wiederentdeckt, hat Roggenmalz herangezogen, also Roggen vermelzen lassen und hat mit diesem Roggenmalz ein Bier zu brauen begonnen. Es ist ein Bio-Bier, es sind Biomalze, es ist auch Bio-Hopfen verwendet dabei und wir sehen, es hat also auch eine schöne hell-bernsteinfarbene Farbe, kommt sehr schön auch mit dem Schaum und hat ein ganz, ganz intensives Aroma, das zunächst einmal von der Hefe kommt, zweitens einen schönen Charakter vom Malz, von bisschen was vom Brotigen herüberbringt. Roggen ist ja etwas, wenn man an Brot denken. Und wenn wir antrinken, hat es gerade die notwendige Vollmundigkeit, um noch als vollmundig und vielleicht eben an das Roggenbrot erinnern zu gehen, hat aber sehr viele andere Aromen dabei und es ist ein schönes, schlankes, spritziges Bier. Hat also sehr viel an CO2 drinnen, hat viel auch an erfrischend, fruchtig, säuerlichen Komponenten, weil es eben auch mit einer Obergärigenhefe vergoren ist. Der Gesamteindruck ist ein spritziges Bier, kernig, aber nicht zu süß, ganz leichte Süße, bevor wir in eine trockene Nachtung hineinkommen. Ganz ein komplexes Bier, ein sehr, sehr schönes Roggen Ale, passt recht gut zu den Speisen des Waldviertels, also da eine Sauermeise dazu, wundervoll. Ich könnte mir aber da gerade bei diesem Bier auch vorstellen, dass man zum Beispiel einen Karamellpudding dazu essen möchte. Also das hat auch sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten mit Speisen und dass es für sich selber stehen kann, ist ja klar. Es ist ein eigenständiger Bierstil, ein eigenständiges Bier, eines, das auch immer wieder Preise gewinnt und mit dem die Brauerei in Schrems sich eigenständig waldviertlerisch positionieren konnte. Ich wünsche mit diesem Bier ein ganz herzliches Prost und freue mich, wenn wir einander wiedersehen beim nächsten Konrad Seidels Bier der Woche.